Alle laufen hier so mit Hightech-Kameras. Machen, tun. Ich stulle die voll mit Handy. Ja, servus. Servus. So sieht's aus. Alles noch ein bisschen wild, aber geht so langsam los. Macht euch keine Sorgen. Ich mach das schon. Auch wenn die Teambesprechung gestern ein bisschen länger war. So, optimale Spielvorbereitung auf morgen für den Cup. Natürlich, ich alleine. Teamkamerad, Kian ist auch dabei. Ich habe alles geklärt. Also, ich melde mich. Mit überhaupt. Boah, Eli fast mit der Hacke. Ui! Ui! Hoppala! Hier haben wir jetzt aber ein Tor, ja, durch Kevin Panewitz. Kevin schlägt zu. Ja. Die Frage ist, was macht Mo Ober? Boah, starke Grätsche von Mo Ober. Dem Weltmeister von 2019. Boah, die muss er in die Hand nehmen. Ja, wie war's? War zu einfach. Nee, Spaß. Wer hier gewinnt, ist immer eine ganz enge Geschichte. Wer macht hier einen Fehler schnell? Wer macht das erste Tor, zweite Tor? Geben die anderen auf? Das kann hier ganz schnell schwanken. Wir haben das 1-0-2-0 gemacht, glaube ich. 1-1 gekommen, direkt das 2-1 gemacht. Ja, erster Sieg, wichtig. Jetzt sind wir voll konzentriert aufs nächste Spiel und dann geht's weiter. Ja, sicher. Alter, oben rechts. Einigermaßen gut platziert. Und der Goalie hat sich überhaupt nicht getraut, ranzugehen. Ja. Und Kevin Panewitz bereitet den nächsten Treffer vor. Alter Schwede. Das Wort zum Spiel, komm, ne? Gleiche Taktik, hinten gut stehen, schnell umschalten. Ja, das ist, so gewinnt man Turniere. Defensive, gerade in der Halle, schnell umschalten, ein, zwei Doppelpässe, ganz easy. Ja. Die anderen sollen ruhig das Spiel machen. Vertraut mir. Also lieber anders spielen. Sehr richtig. Oh. Da hätte Kilian auch selber schießen müssen. Kilian hätte belieben müssen in dem Moment auch mal Selbstbewusstsein tanken. Einfach deine aufladen. Taktik, ne, mit dem Belieben. Ich hätte einfach drauf gehauen. Ja. Mit allem, was ich hatte. Mit 50 Kilogramm Muskelmaske. Masse. Panewitz und drin! Wir haben 13 Sekunden auf der Uhr und es ist 2-2 Chat. Und da will ich auch mal, dass wir da halt aufflippen, mal aufstehen. Wo ist denn euer Kanalpunkt? Der wäre jetzt hier richtig down gegangen, Mann. Hier ist Stimmung, Mann. Niklas Neo, Egalité. Und vorbereitet von Kevin. Richtig, Panewitz. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Chat. Easy win. Sechs Minuten, eine Halbzeit. Ja. Okay. Und jetzt hier die erste Chance für Orange hier, den Ball zu versenken. It was at this moment that he knew. He fucked up. Die besten Kommentatoren. Ui! Oh! Panewitz hält da drauf. Und da ist und er! Orange. Da ist der Ball drin! Oder was? Ah, nee. Doch. Team Panewitz. Jetzt sehen wir hier nochmal die Slow Motion. Hier wird rüber gespielt. Bande. Und Bande? Dann geht das Ding auch fast rein. Aber, schön nee, da geht angenommen. Das Ding sogar rein. Hier wird Panewitz? Die ganze Zeit. Und das, Pass. Ist jetzt, das muss es sein. Das und das ist es das auch. 2-0. Jetzt hier die Chance. Da wieder abgeblockt. Jetzt kommt der Konter hier von Team Panewitz. Und es sieht nicht. Der ist drin. Oh, der ist ein sehr, sehr starker Schuss. Oh, der Typ sehr ist einfach Schuss. Wahnsinn. Kevin Panewitz, der ehemalige Fußballprofi. Stark gemacht. Oh, Panewitz ordnet, regelt den Verkehr da. Definitiv. Auch wenn es mal hektisch wird. Dazu muss man aber auch sagen, es ist verdammt eng, ja? Wie gut auch das Team Panewitz defensiv steht, ja? Das ist eine Lücke für Team Erné zu finden, ist nicht mehr. Da ist ja gerade ein Tor gefallen. Ja, 4-1. Da ist gerade ein Tor gefallen, wir haben es nicht mal gemerkt. Wieder Panewitz. Es ist 4-1 gerade gefallen. Weil es wieder Panewitz war, dachten wir hier kurz, das ist die Wiederholung, aber Panewitz hat schon wieder den Hammer ausgepackt. Es ist unfassbar, ja. Jetzt wird hier nochmal aus Frust ein bisschen drauf gezündet. Oh, mit der Hacke. Mit der Hacke. Also wenn jetzt noch hier tatsächlich was passiert, dann ist es wirklich ein absolutes Wunder. Und da ist schon, ja, das Ding ist durch. There it is. Das Ding ist durch. Erzähl mal, wie war's? 6-1 ist halt Real Talk, eine absolute Hausnummer im Halbfinale. Also deswegen schon mal Props. Du bist jetzt im Finale, du könntest diesen einen Pokal hochheben. Vielleicht wirst du sogar als bester Spieler des Turniers gewählt. Deine Meinung, dein Feedback nach dem Spiel. Boah, also wichtig ist gerade, dass wir im Finale sind. 6-1 kommt natürlich zustande, weil die irgendwann aufgeben, die Jungs die Kraft fehlt. Kriegst du 3-1 zurück, kriegst du das 4-1. Ja. Ist klar, dass du noch zwei Gegentore kriegst. Aber wir machen das gut. Wir probieren hinten gut zu stehen und einfach schnell umzuschalten. Und ja, ganz einfach. Im Hintergrund seht ihr übrigens ganz viele schöne Slow-Mos eingeblendet, Freunde. Kurz noch für dich die Frage, im Finale gegen Mickey oder gegen Eli, worauf hättest du jetzt mehr Bock? Persönlich
Mir egal, aber ich würde Eli gerne nochmal eine Reibe geben. Dann danke ich dir. Dann haben wir noch einen Interviewpartner. Und Prost, viel Glück im Finale. Ja, Halbfinale souverän. 6-1, glaube ich, war das, ne? Gewonnen. René, was sagst du? Sag ganz ehrlich, sehr geile Leistung. Danke dir. Ich wäre dafür, dass du ein Comeback machst, der Bundesliga. Comeback. Ja, mit 40 Kilo weniger vielleicht. Aber egal, schaffst du mal. Jetzt, ja, auf jeden Fall. Jetzt Finale. Gegen wen scheißegal, das gewinnen wir, dann fahren wir nach Hause mit dem Pokal in der Tasche. Hat sich gelohnt, Baby, hä? Gut, danke. Ihr hört die epische Musik im Hintergrund. Das ist die Einlaufmusik, die uns jetzt gleich begleitet. Denn die wir sind schon Athleten auf Platz. Kommen rein. Und das ist für mich der Favorit. Denn sie haben das psychologische Element. Pannewitz fußballerisch besser die Mannschaft, aber Eli Gellers Team hat so episch dieses Halbfinale gedreht. Guckt euch das an, Freunde. Ich glaube, ich sag mal einfach kurz nichts, weil ich echt Gänsehaut habe. Der Moment ist zu krass. Wir lassen euch ein bisschen allein mit den Gladiatoren dieses Finalspiels. Überragend. Aber er hat Bock. Eli steht in seinem eigenen Finale, muss aber an diesem Pannewitz vorbei. Oh, schöner Pass. Aha. Schiri. Schulter. Junge. Am Chat teilnehmen, weil die Liebe hier und die Korrektheit von euch ist wirklich nicht selbstverständlich. Und Omet wieder mit einer Riesenpartie im Tor. Tor von Elis Mannschaft. Oh, Foul an Kevin Pannewitz. Und jetzt oh, deswegen. Ja, nein, Fragezeichen neben. Nein. Das ist nichts. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein Champions-League-Finale hinter mir als Kommentator, aber das ist das richtige das Highlight. 1:0. Das ist das Highlight der Partie. Wir haben... Oh, ruhig, sagt er. Ruhig, zählt er nicht. Oh, da ist ruhig. Der ist drin. Hä? Wo ist die Stimmung? Der jubelt gar nicht. Der jubelt gar nicht. Und der ist drin. Das... Hä? Nee, da... Wo? Also ich rede hier gerade von Champions League und da macht der ein Champions League reifes Tor und freut sich nicht mal. Was ist hier passiert? Hat doch, es 1-0. Hingegeben oder nicht? Also das macht der überragend. Ey. Oh, ist das hübsch. Ey, ganz kurz, Chat. Stille im Stadion. Peripheres Sehen ist das. Das ist unglaublich. Er sieht kurz, dass das lange Eck auf ist und dann drückt er ihn mit was auch immer da rein. Völlig egal. Hauptsache drin, das Ding. 1-0. Ja. Ey, was ist mit dem Schiedsrichter los? Oh, Pannewitz regelt. Oh, Pannewitz regelt. Und da sieht man mal, es braucht keine Kraft. Nee, der hat die Übersicht, der hat den Überblick und dann schiebt er ihn dahin, wo es wehtut, in Eli Gellers. Also, Chat. Bitte, wo sind die Leute? Zack, wir brauchen die Beine. Wo sind die Leute, die Kanalpunkte jetzt gesetzt haben und für Eli sind? Wir brauchen euch jetzt. Ihr müsst irgendwas schreiben, keine Ahnung. Natürlich, der Typ spielt gerade, der kann es nicht sehen, aber und im BOD. Oh mein Gott, durch den schönen Panner noch an Mo verteilt. Oh mein Gott. Boah. Oh. Panner zu zaubern. Jetzt geht's los. Ja, also gegen zwei. Das sehe ich nein, als Affront gegen den Magier. Das war nichts. Nee. Oh, da war doch links einer frei. Konter wird gefahren über Pannewitz. Oh mein Gott, links war noch eine Freichat. Boah, klingelingeling, hier kommt der Pannewitz. Und schon wieder ein Kontertor. Das, was ihr schon in der Vorrunde hier kommentiert habt, genau. Als ich im Auto saß, schon wieder. Genau. Da muss ich sagen, da hätte ich den Pass nach links gesehen. Ich will jetzt auch wirklich hier niemandem zu nahe kommen. Boah, aber das war halt auch gut gemacht. Ne? Übrigens finde ich auch einen ganz, ganz starken Move von Pannewitz. Und mittlerweile ist, glaube ich, abseits dieser Wiederholung der nächste Treffer gefahren. Ich glaube, das war schon wieder Pannewitz, der gewinnt. Das kann nicht sein. Da kannst du... Okay, du kannst dich freuen. Machst vielleicht einen Jubel auf Kurzo, ne? Aber dann musst du musst direkt noch einen Treffer reinmachen. Krass, eigentlich ist die Ballannahme nicht perfekt, aber dann, er hat vorbereitet. Pannewitz macht den Haaland, ne? Schießen und vorbereiten. In so einem Moment, ey, das ist doch, hier sitzen, keine Ahnung, 50 Leute drumherum, aber wenn du auch im Stadion mal bist oder so, Leute richtig zugucken. Boah, stark, wie Omet das Publikum mitnimmt. Das ist wirklich sehr stark. Es sind ja nur ein paar erlaubt. Wir sind hier auf dem Center Court. Kevin Pannewitz schießt! Und er hat schießt! Ja, Pannewitz im Finale verloren. Trotzdem wahrscheinlich einer der besten Spieler. Vielleicht gibt es sogar einen Reward für dich gleich. Bleib auf jeden Fall hier. Was sagst du dazu? Erstmal Glückwunsch an Eli, sein Team. Aber wir sind ja auch nette Gastgeber. Wir können das Ding noch nicht holen. Ja, deswegen sehr, sehr gerne geschehen. Nein, wir verlieren das Spiel, wo ich hier anfange, den Fehler zu machen, das 2-1 zu machen, kriegen das 2-2. Kriegen wir das 2-0 über die Bühne geschaukelt, sage ich, gewinne mir das. Ja. Aber Männer, Halbfinale zurückgekämpft, jetzt zurückgekämpft. Verdient gewonnen. Haben sich die 600 Kilometer gelohnt? Auf jeden Fall, jederzeit wieder gerne, auch 1200. Okay, sehr gut.
Ich danke dir und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Auf jeden Fall. Pass auf, Eli, wir haben noch den besten Spieler. Der wurde von der Community gekürt. Was würdest du schätzen? Ich weiß es nicht, aber jetzt sage ich ganz ehrlich, ich habe einen Pannewitz. Ich habe schon vorhin zu ihm gesagt, Digga, das ist wirklich, wirklich, wirklich krass, ne? Also wie der, man kann ihn den Bein nicht richtig abnehmen und er ist so gechillt drauf und so ganz ruhig. Er hat dieses Shielding auch, gell? Ja, dieses 99 Shielding. Ja, also wirklich, Respekt, Freunde. Ja. Kevin Pannewitz wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Mit wie viel Prozent? 61,5%. 61, mehr als die Hälfte. Hören euch. Bester Torschütze. Guter Mann. Danke. Kein Problem, ey. Mega, jederzeit wieder gerne. Ja. Der Mann ist unser Delay Sports Königstransfer in einem Jahr. Bist du da? Auf jeden Fall. Ey, jetzt scheiße. Schon Vertrag ist fest, ne? Komm, ich schau mich raus. Danke für die Einladung. Kein Problem. Sehr gut.